Ich würde heute tatsächlich fokussieren auf die Arbeit der neuen Nachbarschaft und würde es ein bisschen historisch schauen, wie ist die Struktur entstanden, wie haben wir das strukturell gedacht, welche Projektschwerpunkte gibt es über die Jahre, wie verändert sich also auch die Struktur und auch sagen wir so, die Kollektive, die da drin arbeiten, und dann zum Schluss nochmal etwas erzählen zu einem neuen Projekt, eben dem Strandbad Tegelsee Zentrum für Kultur und Erholung, was wir jetzt quasi als zweiten Standort jetzt seit 2 Jahren entwickeln. Ich fange an mit einem Bild einer Demonstration. Das ist Jahr 2013, 10 Jahre her. Das ist quasi eine der ersten Wochen, Monate der neuen Nachbarschaft Moabit. Entstanden ist tatsächlich die Initiative mit einer Demonstration und mit einem Studio in einer der Notunterkünfte in Berlin, nämlich einer der ersten Notunterkünfte in Moabit. Moment, hier unterbricht meine Tochter. Notunterkunft in Moabit wurde eröffnet und wurde betrieben von einer privaten Firma, damals tatsächlich in dieser Zeit vor dem Krieg in Syrien, wo quasi das Thema Flucht, Migration oder sagen wir so, Geflüchtete überhaupt nicht in der Öffentlichkeit da wahrnehmbar war. Und unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi sind die Leute da einquartiert gewesen, ohne Kontakte überhaupt mit der no Nachbarschaft, ohne Kommunikation nach draußen. Und ich habe angefangen, eben die Familien dort zu besuchen. Damals sehr viele tschetschenische Frauen mit vielen Kindern. Das waren insgesamt 300 Menschen und über 100 Kindern da drin. Und wie gesagt, ich habe dort ein Studio etabliert und Stück für Stück haben wir quasi das ganze Programm angefangen dort zu machen, rund um die Mündung. Und die Idee war tatsächlich zu schauen, wie kann man die Beziehung mit der Nachbarschaft etablieren. Das ging schwierig, weil eben dieses Privatunternehmen gezielt das nicht wollte und wir letztendlich dann entschieden haben, der Öffentlichkeit erstmal die Mindeststandard verlangt für die Unterbringung der Menschen dort. Daraufhin haben wir ein Hausverbot bekommen und sind quasi war für uns nicht mehr möglich gewesen, im Haus selbst dort Leute zu besuchen und vor Ort unser Programm zu machen. Unser Programm, sagen wir so, damals waren wir noch sehr einfach organisiert. Das waren einfach eine Gruppe der Bekannten, die eben gefragt wurden, die Aktivitäten zu unterstützen. Und diese Gruppe wuchs dann sehr schnell und besonders eben schneller, als wir eben gezwungenermaßen nicht mehr da drin arbeiten durften. Das war ein positiver Schritt für uns, dass es eben wir einen Raum draußen gesucht haben sich eben nochmal verstärkt selbst organisiert und eben die Menschen dann aus dem Haus rausgekommen sind. Wir haben angefangen, eben nicht für die Geflüchteten, sondern mit denen zusammen das Projekt zu entwickeln. Und das ist der Punkt von an gewesen, dass es eben nicht um die Hilfe ging für die Geflüchteten, sondern tatsächlich gedacht wurde, wie kann man einen sozialen Raum schaffen, einen Lernort etablieren, wo wir niederschwellig erstmal auf die Notwendigkeit der Menschen angehen und dann gucken, wie kann man auch tatsächlich Programm, Veranstaltungen aus den Menschen heraus schaffen, die da sind, um eben also diese Wissenstransfer herzustellen und gleichzeitig tatsächlich zu gucken, wie kann man die Menschen stärken, damit die eben sozialen Kreis schnell bilden können. Weil das ist ja einer der ersten, glaube ich, Themen, wie man, egal ob jetzt geflüchtet, migriert oder neu irgendwo anfängt, dass man eben den sozialen Kreis herstellt. Seit 2015 hatten wir große Räumlichkeiten in der Boselstraße wieder auf Bit. Die Idee war auch sozusagen, ich bin dort vor meiner Haustür und wir haben gestärkt gesucht oder versucht, die Nachbarschaft einzubeziehen, sodass die Menschen keinen weiten Weg haben.
Aber letztendlich ist es so gekommen, dass besonders bei den Menschen, die jetzt neu angekommen sind, oft verlegt oder bleiben kurzfristig in einem Bezirk, dann werden auch sogar verlegt in andere Bundesländer. Wir hatten oft die Situation gehabt, dass die Leute auch aus Brandenburg zu uns gefahren sind. Und kurz zum Programm. Das hat sich so gestaltet, dass wir sozusagen immer flexibel reagiert haben auf die Leute, die da sind und von denen aus geschaut haben, was ist das Wissen da und was kann man miteinander teilen. Natürlich sehr, dieser klassische Format, sagen wir, ein Sprachtisch. Kein Frontalunterricht von Anfang an haben wir nie gemacht. Es ging Sprache lernen, aber eben soziale Kontakte knüpfen. Über die Jahre wir waren einer der ersten Orte, wo man Arabisch lernen konnte. Danach haben wir auch Tschetschenisch und Türkisch, Ukrainisch und so weiter, die fünf Sprachen. Dann hatten wir natürlich klassische Kochformate, wo man miteinander gekocht hat. Nur war es bei uns das etwas größere Format, weil dann für 100 Menschen gekocht werden sollte, was dann natürlich auch gewisse Professionalität mit sich gefragt. Das musste man irgendwie auch lernen, wie kann man in der kurzen Zeit und sagen wir so, preiswert auch ein gutes Essen machen. Danach sind dazu gekommen, sagen wir so, wir nennen das jetzt Kollektive, es sind mehr Arbeitsgruppen um Literatur, Theater, Musik. Wir hatten in dem Raum der Boselstraße eine Jam Session, einer der beliebtesten Termine quasi im Orbit. Und das sind alles Programmpunkte, die tatsächlich jeden Tag stattgefunden haben, wöchentlich. Was wichtig war, eben um diese Quantität der Menschen irgendwie im Fluss zu haben, das war ja auch nicht möglich, alle zu informieren oder irgendwie durch Arbeitsgruppen zu erfassen. Es waren wirklich Hunderte, die dann gekommen sind, so dass die Idee war, dass wir tatsächlich jeden Nachmittag einfach aufhaben, auch bei den Feiertagen und so weiter. Ist mühsam, sagen wir so, das tatsächlich herzuschaffen, dass das ist. Mit der Größe des Kreises, der Unterstützen, war das möglich bis zur Pandemie. Genau, das ist so ein Format, wo wir eben so eine Versammlung hatten, um die organisatorischen Sachen zu besprechen. Nochmal eins weiter. Genau, das ist die Samstagsschule. Da ist jetzt auch eine der Formate, die wir ganz von Anfang an etabliert haben, weil wir eben tatsächlich sehr viele Kunstschaffende, Kunst- und Kulturschaffende in der Initiative haben, die sich engagieren. Das ist ja also sozusagen der zweite Baustein, dass die Idee ist, die Menschen, die professionell in der Kunst arbeiten, mit den Laien zusammenzubringen und das interdisziplinär in unterschiedlichen Sparten. Und auch Samstag arbeiten wir sehr viel altersübergreifend. Es sind sehr viele Kinder und Jugendlichen im Raum. Und die Idee ist tatsächlich, so sagen wir so, jetzt nicht ein bestimmtes Wissen oder eine bestimmte Fertigkeit dann beizubringen, sondern zu gucken, dass wir dann irgendwie alle, die da sind, einfach versuchen, aufeinander zu reagieren und gleichzeitig mehrere Sachen auszuprobieren. Also da gibt es kein, sagen wir so, strenges Programm, sondern es gibt oft ein übergreifendes Thema. Wir haben zum Beispiel uns mit Utopie beschäftigt und da werden wir in diesem großen Thema suchen wir immer so Ideen, wie kann man das tatsächlich an einem Tag irgendwie bestimmtes in irgendein Medium umsetzen. Ob das jetzt Video, Foto oder Malerei, Plakat ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Das ist die Schirus-Gruppe. Da war in bestimmten Moment, besonders 2015, 2016, uns wichtig, dass wir einen Eingang oder sagen wir so einen Raum nur für Frauen geschaffen haben, weil tatsächlich durch den Krieg in Syrien erstmal in den ersten 2 Jahren der Raum sehr männerdominiert wurde. Und dass die Notwendigkeit da war, zu gucken, wie holen wir die Frauen rein,
die tatsächlich damit ein Problem haben, also einen Raum zu betreten. Allgemein dieses Thema, wie betrete ich einen Raum, Niederschwelligkeit ist das, woran wir die ganze Zeit sehr viel gearbeitet haben, weil eben ja, aus den Kulturbereichen wissen wir, dass die Räume oft sehr elitär wirken und nicht leicht für die Menschen zum Beitreten oder einladend wirken. Das öffentliche Veranstaltungsprogramm, jetzt nicht nur, sagen wir so, für die Menschen, die dann kommen und miteinander ja, an irgendeinem bestimmten Thema arbeiten, sondern ein öffentliches Programm speist sich auch, sagen wir so, aus der Initiative heraus. Wir haben natürlich Expertinnen eingeladen, aber das, der Schwerpunkt war und bleibt, so dass wir gucken, also dass die Leute, die zu uns kommen, auch das Programm gestalten. Einer der Beispiele, das ist eine Präsentation von Nawras Ali, sein Buch, was er auch in dem Literaturkollektiv mit übersetzt hat. Das ist eben ein Schreib-, aber auch ein Übersetzungskollektiv. Und das ist die Lesung seines Buches. Und ein Stück weiter, jetzt können wir auch gucken, die Bücher. Nochmal, wir haben bestimmten Zeit auch angefangen, eigene Bücher zu produzieren, auch mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen. Und die sind immer bilingual. Auch wichtig, diese Hierarchien der Sprachen anzugehen, weil wir das natürlich gemerkt haben, dass Englisch und Deutsch eine ganz andere Wertung haben gesellschaftlich. Und dass, wenn zum Beispiel Menschen irgendwie 3, 4 andere Sprachen beherrschen, dieses Wissen eben marginalisiert wird und wird nicht so geschätzt. Und jetzt mittlerweile haben wir sehr viele Publikationen, ich weiß nicht, über 10 Sprachen wahrscheinlich haben wir nicht. Genau, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das ist das, was irgendwie fortlaufend ist als Projekt. Genau, das ist Abdullah mit Umar mit dem Buch Die tolle Maus aus Marzahn, die alles reparieren kann. Das ist unser Bestseller gewesen und ein geniales Buch tatsächlich. Und weiter. Heidi aus Kamerun, also Josie Quemo hat die Geschichte von Heidi quasi hier in Deutschland entdeckt und gelesen und hat sie dann reinterpretiert auf ihre Kindheit und sozusagen hat Heidi dann in Kamerun aufwachsen lassen. Das ist der neue Raum. Nach der Pandemie haben wir uns wie gesagt, wir haben angefangen, wir haben uns auf den Standort im Strandbad Tegelsee beworben und sind tatsächlich durch diesen Interessenverband dann auch Wettbewerb ausgesucht worden, neuen Treiber zu sein und haben dann gleichzeitig entschieden, dass wir wahrscheinlich im Moabit uns den Raum, auch pandemiebedingt erstmal Innenraum kleiner haben und das ist die Schaufenster jetzt von der Boselstraße 44, sind wir ein Stück weitergezogen, haben natürlich klassisch jetzt durch die Pandemie sehr viel mit Schaufenster gearbeitet und haben unterschiedliche Plakatausstellungen gemacht, nicht nur selber, sondern auch Kollektive eingeladen, Plakatausstellungen bei uns zu machen. Strandbad Tegelsee ist einer der größten Bäder in Berlin, fast 100 Jahre alt und wurde staatlich betrieben und circa 6 Jahre stillgelegt, eben weil Berlin das nicht selber mehr betreiben wollte. Auch gab es Probleme oder nicht Probleme, neue Auflagen, weil eben das Gebiet zum Landschaft und Wasserschutzgebiet ernannt wurde. Das hat sich gebracht, dass eben bestimmte Reparaturarbeiten durchführen sollte. Und das wurde, dieses Standort wurde ausgeschrieben, auch sehr mühsam von Berlin her, weil eben, glaube ich, nicht so viel Interesse war, das wieder neu zu beleben. Und dieser behördliche Vorgang und die Ausschreibung, glaube ich, also für alle Seiten sehr, sehr mühsamer Prozess. Und trotzdem, also es gab sehr viel Druck von der Nachbarschaft heraus, also dass der Standort wieder und ein Strandbad eröffnet wird. Wir haben als Initiative natürlich sozusagen einfach überlegt, wie kann man das, was wir jetzt wissen und Agenda quasi erarbeitet haben, auf so eine Situation übertragen und haben entschieden, dass wir tatsächlich
versuchen, also das Thema Erholung, Baden, Freibad mit ja, Kultur und Kunst zu verbinden. Eigentlich ein sehr nachvollziehbarer Weg, dennoch für die Bädebetriebe, glaube ich, eine sehr neues Konzept. Also das erstmal ist ich, glaube ich, also sehr viel ja, Nachfragen gab, wie zusammenkommen, er soll das betreiben. Die Idee ist natürlich so zu schauen, wie kann man heutzutage diese Erholung in der Großstadt leistbar machen. Also dieses Thema sozusagen Niederschwelligkeit, Zugänglichkeit ist hier auch zentral für uns, weil wir eben wissen, also wenn man in Freibad kommt, also die Eintritte sind sehr hoch. Bei uns haben wir jetzt 2 Jahre so geschafft und das bleibt, dass wir den Eintritt für Kinder und Jugendlichen eben frei haben und für Erwachsene eben auch sehr niedrig. Und das ist eine große Fläche. Diese Idee, eine Naturbühne zu haben oder das als großes Labor für Kunst und Kultur zu haben, ist uns wichtig. Es sind sehr viele Projekte jetzt stattgefunden, die in diesem experimentellen Bereich sind, eben Workshops oder Ausstellungen, eben auch, sagen wir so, und da glaube ich, inzwischen 3 Kunstakademien, die Studierenden dahin gebracht haben. Also ich, Nadira Hussein und ich mit unserer Malereiklasse haben dort Ausstellungen gemacht. Das zeigt alles, dass da sehr viel Potenzial ist, an solchen eben Standorten mit Kunst zu arbeiten. Und einer der letzten Projekte, die wir jetzt in diesem Sommer hatten, das ist ja auch natürlich jetzt politisch bedingt und vielleicht weiter zur Sommerschule nochmal durch, 2, 3 Slides runter, genau, das. Eine Sommerschule für Kinder, die ja Migrations- und Fluchthintergrund haben. In diesem Jahr waren das ausschließlich Familien aus der Ukraine und Kinder aus der Ukraine. Gearbeitet wurde tatsächlich mit 50 Kindern, mit sehr vielen Künstlerinnen, Musikerinnen. Wir haben sehr viele Workshops durchgeführt, sodass ich, sagen wir, alle letztendlich eine gute Arbeit war. Das war jetzt nicht das Programm für Kinder, sondern auch tatsächlich für die Künstler, wie kann man an diesem Ort Formate entwickeln und gleichzeitig das quasi im Praktischen und in einer Atmosphäre machen, wo das Publikum eben kein Publikum ist, sondern sind. Das Gleiche bei den Lesungen. Wir hatten sehr viele Leseformate da, die dann auch anders funktionieren, weil der Standort natürlich sehr viel anders ist als ein geschlossener Raum, sodass da plötzlich irgendwie entweder Badende da sind oder eben das Wasser sehr präsent sind, die Geräuschkulisse ist anders. Das alles muss man quasi in die Lesung mit integrieren und viele haben mit performativen Formaten reagiert und das ist sozusagen eine sehr, sehr bewegte Situation, als wir sonst das kennen von den Veranstaltungen, genau. Fantastic Feminist Future. Also wir haben mit dem Grafiker auch das einzige visuelle oder grafische, was wir da gefunden haben, gab es also dieses Schild vor dem Eingang, Strandbad Tegelsee. Wir haben recherchiert, also diese Schifftype gibt es nicht, das wurde die nachgebaut und damit arbeiten wir jetzt. Und das Kulturprogramm, was jetzt dieses Jahr stattgefunden hat, ist ein Kooperationsprojekt mit der Rijksakademie und WHW-Akademie in Zagreb. So dass wir jetzt unterschiedliche Formate, aber wieder so basiert auf mehr sozusagen Workshops, sehr workshop-lastig ist. Und wir haben auch Artist in Residence in diesem Jahr auch eine sagen wir so Researcherin mehr, also jetzt nicht unbedingt Künstlerin selbst, aber Alina Derivanka ist bei uns 2 Monate da gewesen und hat da die Arbeit unterstützt und auch Präsentationen zu ihren Forschungsprojekten gehalten. Genau, noch ein Stück. Ja, das gibt es so, diese Allee mit kleinen Kiosken, die früher wohl in den 70er Jahren als gastronomisch betrieben wurden, das darf man nach heutigen Auflagen gar nicht. Und so haben wir die umfunktioniert in unterschiedliche Workshops-Räume.